Ja, also hier täglich oder jeden zweiten Tag. Für dieses Jahr war es natürlich gut, da ist man wieder reingekommen in die ganze Sache. Nicht nur als Trainer, sondern jetzt auch wieder als Schüler mehr oder weniger oder als Trainierende. Und ja, also ich bin jeden Tag auf der Matte und mehrfach am Tag. Und dann im Moment mache ich 2 bis 3 Einheiten, um wieder fit zu sein. In meinem Alter. Nee, man muss schon sagen, so die Anfängerzeit, die tut meistens ein bisschen weh. Aber wenn man dann so in den Braungurt-Schwarzgurt-Bereich kommt oder in den Wettkampfbereich, sieht alles sehr heftig aus, aber es ist alles sehr human. Also da ist selten Kontakt und wenn der Kontakt da ist, ist es sehr kontrolliert. Also das ist dann, das ist ja das vom Schüler zum Meister in die Richtung. Und wenn man dann den Meistergrad sozusagen erreicht hat, dann muss man die Kontrolle haben. Und das ist das, was wir schon immer so auch trainieren. Also Kontrolle ohne Kontakt, vielleicht ein bisschen Kontakt, aber alles sehr kontrolliert, die ganze Sache. Ja, das ist eine Trainingssache. Das lernt man ja im Training. Erstmal zu schlagen, zu treten und so weiter und auch einzustecken, weil ab und zu trifft man schon mal. Und der Körper, der ist ja darauf trainiert. Das ist schon von Anfang an wieder so aufgebaut und gerade mit der Körperspannung, mit der Atmung und so weiter. Und dadurch, dass man dann eine gewisse Muskulatur ja hat, absorbiert man das auch. Also insofern ist alles im Trainingsbereich enthalten. Das Einstecken und das Austeilen. Es ist ziemlich schwer geworden, ja. Also ich sag mal, wir haben halt auch noch das Pech. Mit den Airbases, also mit den Amerikanern, die hier sind. Und bei denen ist es ja so, dass wenn du bei der Army oder Air Force bist, zahlt ja die Army oder die Air Force dir einen gewissen Anteil für deine Wohnung oder für dein Haus. Sondern das heißt, je nach Rang kriegst du so und so viel. Das heißt, wenn jetzt 2 Lebenspartner sind, können die sich ganz locker eine Miete von, ich sag jetzt mal, 2.500, 3.000 Euro leisten. Nur für Miete und das ist nichts, was von ihrem Gehalt abgeht. Und da wir hier mehrere größere Bases haben und rundherum die Amis auch nicht unbedingt auf der Kaserne oder in der Kaserne leben wollen, sondern außerhalb, steigert das natürlich auch die Nachfrage. Und wenn du halt Amerikaner hast, die einfach das Geld bezahlen, vermietest du auch mal die. Und wenn du weißt, du kriegst statt 500 Euro Mieteinnahmen auf einmal 2.000 Euro Mieteinnahmen, dann machst du das natürlich. Und das ist halt für die, die hier leben und nicht bei der Army sind oder Air Force, natürlich schwierig dann gerade rundherum irgendwo ein Eigenheim zu finden. Also, das macht es nicht ganz einfach. Man muss aber auch die andere Seite sehen, sind die weg, bricht unsere Wirtschaft hier auch zusammen. Also es ist irgendwie so eine Waage, die sich gerade ausgleicht und man muss halt gucken, wie man das dann so arrangiert, sage ich jetzt mal. Aber wirtschaftlich sind wir schon sehr abhängig von ihnen, da sie auch sehr viele Soldaten oder generell einen Stab haben, was hier stationiert ist, um zu arbeiten, geben die natürlich auch dann in der Stadt das Geld aus. Und sie werden ja auch mit angerechnet an die Einwohner. Wenn die nicht auf der Base leben, sondern außerhalb, werden sie ja mit einberechnet, weil die ja dann hier wohnen. Und wenn das der Fall ist, dass die alle abgezogen werden würden, würden wir schon wirtschaftlich Probleme kriegen.